Du musst erst mal ablehnen. Okay. Danke sehr. Macht man das in Japan? Nein. Mama. Oh. Ja, mach wieder weg. Macht man das in Japan eigentlich, um sicherzugehen, dass der andere wirklich bereit ist, einem das zu geben, was er hat? Ja, vielleicht. Die meisten Menschen sagen ja sowieso nicht, was sie wirklich wollen. Hm. Ja. Dabei ist es ja eigentlich besser, einmal abzulehnen, als immer gleich alles an sich zu reißen und zu sagen, meins. So. Ich habe jetzt das Recht, alles damit zu machen. Schließlich hast du es ja weggegeben, du naive, dumme Bitch. Wir reden jetzt aber nicht mehr vom Tee, oder? Nein. Eher so davon, dass ich ein Typenbild von meinem Brüsten geschickt habe. Und er hat es weitergeschickt. Das ist ein Arsch. Und alle haben es geteilt. Und alle haben es gesehen. Und jetzt reden alle darüber. Oh. Nacktheit ist ja eigentlich was ganz Normales. Dabei reden sie ja nicht mal über mich, weil sie denken, dass es eine Freundin von mir wäre auf dem Bild. Und ich war so beschissen feige und habe nichts gesagt. Und ich schäme mich dafür, dass ich das gemacht habe und dass alle meine Brüste gesehen haben und dass ich... Und ich schäme mich auch dafür, dass ich mich schäme und dass ich da anscheinend nicht drüber stehe. Das sind doch zwei verschiedene Dinge. Dass du ein Foto von dir gemacht hast, ist doch nichts Schlimmes. Aber wie es die Männer anschauen, das ist das Problem. Es erinnert mich an früher, als wir unsere BHs weggeschmissen haben, weil es einfach bequemer war. Ihr habt sie doch auch verbrannt, oder? Manche. Aber die Männer dachten, beziehungsweise wollten denken, dass wir das machen, um ihnen zu gefallen. Und so haben sie uns dann auch behandelt. Mann, das ist doch Kacke. Ich habe keinen Bock mehr darauf, über diese Scheiße nachzudenken. Vor allem, es gibt so viel Wichtigeres. Unsere Wälder brennen ab und es herrschen Kriege und Menschen ertrinken immer noch im Mittelmeer. Ja, aber es ist ja kein Entweder-Oder. Solange wir im patriarchalen Kapitalismus leben, ist der Körper einer Frau eben immer noch politisches Kampfgebiet. Das klingt jetzt nicht sehr aufbauend, Omi. Das Wichtigste ist doch, dass wir zusammenhalten, solidarisch sind, dass wir uns darin bestärken, Fehler zu machen, verletzlich zu sein. Wird es irgendwann einfacher? Nö. Aber man wird älter. Na toll. Willst du noch ein Schlückchen Tee? Nein. Also ja. Na.